Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Diablo. Weiter geht's in der Story. Heute leider allein. Keiner da, keine Zeit. Leicht. Wenn wir das jetzt einmal allein weiter probieren. Also, wie gesagt, ich war jetzt gerade wieder bei kurz mal Real-Life-Sozialkontakte pflegen. Im Heurigen. Ist recht gemütlich, mit ein paar Leute tratscht jetzt noch eine Runde Diablo und dann weiter geht's mit das anderen. Spät wird schon, 10:30 ist wieder. 10:45, macht aber nichts. Rein in die Story, sprecht mit Ritterhauptmann Razia. Im Moor befindet sich eine gehörnte Frau, die Verderbnis verbreitet, falls ihr das meint. Ja, sie will die Droiden, die Astaroth besiegt haben. Ah, dieser irre Nefane lebt dort draußen. Wir haben bereits versucht, nach ihm zu sehen. Wir schafften es bis zum Steinkreis von Boglan. Dann erschien der Wolfgefährte des Druiden und biss einen meiner Männer. Meine Ritter sind bereits unterbesetzt. Ich werde die übrigen nicht für einen Bastard riskieren, der die Kathedrale hasst. Sucht nach Steinkreis am Boglan nach Nafain. Wo's? Ne, ist ja nicht weit. Geh mal. Gut, Abmarsch. Wir sind schon ziemlich ausgegangen. Ich habe wieder die ganzen Edelsteine habe ich mit. Ja, gut. Das ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ich müsste mal schauen, ob ich mit dir was Tolles machen kann. Meine Heiltränke haben wir das letzte Mal upgraded. Gute Sache. Sag ich jetzt aber mal. Weil Heiltränke man immer brauchen kann. Nicht genug Wut. Ich habe nicht genug Wut. Oh, das ist cool. Elite. In Diablo 3 konnte man das, weil ich weiß, auch Wut generieren durch Damage, den man kriegt. Da waren diese Dinger da ja nämlich gar nicht schlecht, weil man dadurch immer Damage reingekriegt hat. Okay. Ey, wer kommt da? Ey! Sachte, mein Freund. Ich gehöre nicht zu den Rittern. Ich suche nach deinem Meister Nefane. Kannst du mir dabei helfen? Nein. Zeig mir den Weg. Ja, dann befehlst du ihn drauf. Für den Typen, wo er nicht mehr weiß, ob er ihn fressen will. Den auch buffen eigentlich, weil er ist ja auch praktisch Sinn, mein Freund. Ich habe nicht genug Wut. Getcha! Ich habe kaum noch Wut. Ich sollte vielleicht mich nur mal durchkämpfen. Eieiei. Fuck! Ich bin noch nicht bereit. Wie ist der Funk darauf gekommen? Ja, nein, warte, ich will da wieder runter. Ich muss warten. Ich kann ja nicht angehen, dass mich die doch so niedermachen. Er hat keine Wut mehr.
Ich habe kaum noch Wut. So, das muss jetzt sein, liebe Leute, weil ich das nicht auf mir sitzen lassen kann, dass mir die so den Arsch versohlen. Ja, Wolf hat anscheinend nicht mehr auf mich gewartet. Was ist mit dem? Er dürfte ein Problem haben. Na, Fane. Weiß. Wer? Wer seid ihr? Ihr stinkt nach Dohnen. Aber er ist nicht hier. Feigling. Er fürchtete, Lilith würde euch aufsuchen. Er hatte recht. Ja. Sie hat mich hier aufgeknüpft. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Alles, was ihr für mich tun könnt, ist den Dämon zu finden. Und ich werde euch helfen. Geht nach Norden. Sie ist dort und plant etwas. Ihr habt noch Zeit, sie aufzuhalten. Fjorban wird euch begleiten. Schnell! Dafür, dass es so ein super Wawa ist. Hat aber eigentlich, hat das jetzt eigentlich nicht wirklich viel gebracht für ihn. Aber ich nehme den Wawa gern mit. Mut. Ja, gut, dass ich die jetzt gleich mal. Achso. Sind nicht da. Oh ja, gut, dass ich die eliminiert habe. Eliminated. Ich habe keine Wut mehr. Er hat keine Wut mehr. Jetzt hat er wieder Wut. Er hat seine geile Betonung teilweise. Ich bin noch nicht bereit. Zerstört die unnatürlichen Wucherungen, das habe ich ja eh gerade zermatscht. Wo ist denn da noch eine?
kaum noch tot. Und leben. Gut, Leute. Sehr gut. Schaut gut aus, oder? Mehr Wut. Beim Gold, der sicher so Goldgnome abgehauen. Okay. Gut. Na, schauen wir mal, wo könnte man jetzt noch was lernen? Das gibt mehr Damage. Das gibt mehr Schadensreduktion. Wird das Leben erhöht. Das habe ich schon. Bei dem da. Das ist universeller. Das mit der Stählung und Basisleben als Stählung finde ich besser. Unter alten Ästen hängt die Herzensfrucht, angeschwollen vor Hass. Lasst ihn hervorbrechen und die Bäche und Höhlen überfluten. Okay, Lilith. Ich habe keine Wut mehr. In dieser blutroten Wiege wird ein Amalgam des Zorns geboren. Ich bin noch nicht bereit. Los, alle schreien! Ja.
viele, viele bunte Gegner. Ich würde die immer gern wirbeln. Es hat einmal früher so eine Fähigkeit gegeben, wo sich die Wut reckt. Und die Wut dann eigentlich immer, wenn man, während man nicht im Kampf ist, hochgelaufen ist. Bis 100 war. Bis er dieses erbärmliche Land vollkommen verschlungen hat. Warte, ich muss mich umsetzen. So, passt. Da. Fains Blut, es fließt hier. So, und jetzt sollten wir hier Gas geben. Ich habe keine Lust mehr. Oh. Ich bin noch nicht bereit. Ich mach's einfach so wie beim anderen. Die Gegner, die jetzt sterben eh vom Wirbelwind dazwischen. Ich muss warten. Hoppala. Wieso verreckt eigentlich der Werwolf jetzt? Warten. Ich muss warten. Das passt mir noch nicht. Der verliert doch da oben keine Life. Ich habe kaum noch. Nein, er verliert Life, aber das praktisch nicht. So wenig sind es. Komm zu mir, Brot des Hasses. Es gibt zartes Fleisch zu jagen. Verdammt, verwundet. Aber nicht tot. Wohin ist die Kreatur verschwunden? Kein Plan, aber ich werde es rausfinden. Also werden wir nicht wegporten, weil da haben wir das Problem nämlich, dass wir, wir müssen ja wieder zu dem Fane. Müssen wir durch das ganze Gegnerzeug. Los, versteck dich da durch. Ich kann hier nichts machen. Schade, ich hätte noch ein Ziggy-Sequenz gewartet.
So, raus hier. Wo ist der Neffe? Das ist da unten ein Stück, gell? Dachte ich mir noch, da bin ich ja hergekommen. Ich habe kaum noch Wut. Habt ihr sie aufgehalten? Nein. Sie war bereits fort. Und ich fürchte, sie hat einen Teil von euch mitgenommen. Eine Bestie aus eurem Blut. Es ist meine Schuld. Was habt ihr damit zu tun? Ein Pakt mit Lille. Um mir zu helfen, die Ritter der Reue zu vernichten. Zu welchem Preis? Ich habe ihr Astaroths Versteck verraten. Eltime. Warum? In ihrer Gegenwart will euch die Kontrolle. Wut hat mich verzehrt. Setzt der Verderbnis ein Ende. Toll. Armer Wawa sucht jetzt, bleibt jetzt bei seinem Herli. Dann bleibt dort und pass auf ihn auf. Pass auf ihn auf, mein Freund. Wir sehen uns wieder. Teleport, Teleport, Teleport! Du. Nichts, warum? Oh, ich wollte die retten. Der hat mich interessiert, ob das überhaupt geht, wenn man schneller ist und ob das hier alles fertig skriptet ist.
bin noch nicht bereit. Ja. Meins. Versperrt. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Ich trottel, renn da rum und dabei gibt's einen einfachen Weg. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Tja, wo kommt man da wieder hin? Frau, die Bestie. Nichts konnte sie aufhalten. Weder unser Stahl noch unsere Gebete. Hört mich an. Ich muss Stonen finden. Wo steckt er? Irgendwo da drin. Wahrscheinlich tot wie alle anderen. Das Licht hat diesen Ort verlassen. Gehen wir's auch in Trümmern. Vielleicht ist das eine geile Linie. Ich hoffe halt nur, dass es nicht allzu lang dauert. Weil irgendwie, glaube ich, hat das halt nicht ewig durch. Part dauert noch mindestens eine Viertelstunde. Und sie nehmen wir keine Sorge, da wird nichts gekürzt. Mich würde interessieren, ob man die retten kann, aber ich glaube, das geht gar nicht, ehrlich gesagt. So. It's läuft, la la da da da, ich liebe es. Ich bin noch nicht bereit. Aha, daneben. Daneben! Ah, die hauen jetzt schon ordentlich rein, alle, wirklich. Ich soll immer einen Halbschlaf da. Will nur den Part will ich fertig machen. Mich bockt, selbst wenn es sich schon müde bin, mich bockt, ja, bleibe ich immer.
Eine Runde geht immer und ich will es dann nicht offline spielen, weil dann fehlt ja für euch gerade mal der Anschluss zwischen zwei Parts. Boom. So, auf die Map. Scheiße! Also das Frieren ist eines der ungünstigsten Sachen in dem Spiel, aber das weiß man. Es ist ja nicht so, wie wenn wir das nicht wissen würden. Nicht in den Heilung. Alter, wie lang hält mich der die nette Kerl im Stun? Das gibt's ja nicht. Ui. Ich muss warten. Da ist nur mehr einer da. Boah, Gott, das ist schwer. Schwerer. Anstrengend. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall gleich die Heiltränke reinhauen. Wozu warten? Und werden uns dann mal hochpushen. Ja, was der am Leben. Boah. Abwärts! Denke mal, das geht abwärts. Nö, das schaut gar nicht so abwärts aus. Oben. Nicht solange ich in der Stadt bin. Leitet diese gläubigen Diener von ihren Sünden. Schenkt ihnen Frieden im Tod. Ein Wunder, dass ihr noch in einem Stück seid. Lilith und diese Bestie haben uns zerfetzt. Sie hätte auch mich töten können, aber sie hat mich nicht angerührt. Sie spielt mit mir.
Ich soll zusehen, wie sie zerstört, was ich aufgebaut habe. Verdammt! Habt ihr auf eurem Weg Jorin gesehen? Nein. Sie hat noch nicht gewonnen. Ich kann sie noch aufhalten. Aber nicht allein. Zählt auf mich. Wo ist sie? In einer alten Kammer unter der Burg. Dort ist Astaroth. Ich habe ihn nicht bezwungen, wie es in den Legenden heißt. Ich habe ihn in einen Seelenstein gesperrt. Es war der einzige Weg. Ich erbaute Eltheim über dem Stein, um das Böse einzudämmen. Ich habe mein ganzes Leben darüber gewacht, im Geheimen, damit Astaroth niemanden mehr verletzen kann. Nicht mal mein Sohn weiß es. Es tut mir leid, dass ich euch erst jetzt einweihe, aber ich konnte nicht riskieren, dass jemand die Wahrheit erfährt. Wir sollten aufbrechen. Folgt mir! Falls ihr Jorin nicht draußen gesehen habt, suchen wir auf dem Weg. Okay, jetzt geht's rund, oder? Wann habt ihr Jorin zuletzt gesehen? Wir sprachen darüber, was mit Arida geschehen ist. Und dann stürmte Lilith die Festung. Ich befahl einigen Wachen, ihn aus Eltheim zu eskortieren. Ich hätte bei ihm bleiben sollen. Einer von Jorins Beschützern. Dieser Ritter. Er war bei Jorin. Kommt schnell! Jorins Streitkolben ist hier. Ich sagte ihnen, sie sollen verschwinden. Vielleicht haben er und die Ritter versucht, Lilith aufzuhalten. Könnte sie ihn irgendwo hingebracht haben? Welchen Grund sollte sie dafür haben? Er bedeutet ihr nichts. Wir müssen uns beeilen. Der Weg zu Astaroth führt hier durch. Wo ist hier? Zeig mal, wo ist hier durch? Hallo? Warum ist Lilith so versessen darauf, Astaroth zu finden? Ich habe mir dieselbe Frage gestellt, aber ich fürchte, ich tappe wie ihr im Dunkeln. Sie haben eine Verbindung. Eine starke sogar. Astaroth ist ein Wächter von Liliths Vater. Mephisto, dem Herrn des Hasses. Naja, die Story wird immer wieder lustiger. So.
Warum, was ist das für ein... Hallo? Da ist sie. Die Seelensteinkammer. Ja. Lilith hat, was sie die ganze Zeit wollte. Sie hat den Stein. Vielleicht. Noch immer keine Spur von Jorin. Wir müssen ihn finden. Sequenz. Give me a motherfucking Ziggy. Jawohl. Mächtiger Astaroth. Der verkohlte Herzog persönlich in einem Käfig. Welch Schande. Tochter des Hasses. Hört mein Angebot. Gewährt mir sicheres Geleit zu einem Ort, an dem ich nicht erwünscht bin. Und im Gegenzug schenke ich euch die Freiheit. Und mehr. Dornens Nachwuchs. Sein Stolz und seine Wonne. Eure Rache. Wenn ihr mir gebt, was ich will. Sicheres Geleit. War es eine weitere Vision? Habt ihr Jorin gesehen? Er. Lilith hat ihm den Seelenstein in den Kopf gerammt. Mein Sohn. Es tut mir leid, Donum. Das ist nicht vorbei. Ich weiß, was ich... Nein! Es bleibt noch Zeit. Ihr müsst mir vertrauen. Trefft mich in der großen Halle. Na servus, der Sohn dürfte jetzt irgendwie platt sein oder besessen, das weiß ich jetzt nicht. Schaut irgendwie beides möglich aus. Wir müssen Jorin schnellstmöglich finden. Ich weiß, es mag hoffnungslos erscheinen, aber ich habe mein halbes Leben damit verbracht, den Seelenstein zu studieren. Ich kenne ihn. Es wird dauern, bis Astaroth meinen Jungen überwältigt. Ich habe ihn gut unterrichtet. Selbst jetzt widersteht er dem Einfluss des Dämons. Sie sind bestimmt in der Nähe, vielleicht in Carrigar. All diese Unschuldigen zu verbrennen, wird Astaroth verlocken. Er wird erbitterter darum kämpfen, die Kontrolle zu erlangen. Lilith hat von Astaroth erhalten, was sie wollte. Warum sollte sie sich hier herumtreiben? Ich weiß nicht. Ei. Das kann ich hier nicht tun. Na, gehen wir darauf mal. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Na 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 na. Nutzt es weise. Mm-hmm.
Das ist nicht wiederverwertbar. Komisch. So. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Okay, jetzt bin ich aber schon draußen. Sie sind hier. Jorin kann sich zur Wehr setzen. Er ist stark. Sequenz, aber kein Ziggy. Jorin! Jorin! Er hat auf euch gewartet. Wo ist er? Tretet vor. Tut, was euch gefällt, Astaroth. Ich habe, was ich wollte. Die ganze Story ist ziemlich düster. Also außer bei den Nebenquests. Nebenquest passiert des Öfteren, damit was gut ausgeht, aber irgendwie passiert das nur bei den Nebenquests, weil irgendwie die Hauptquests sind ziemlich, das ist ziemlich alles, die haben irgendwie ziemlich alle die Arschkarte immer. Weg, das ist mir zu eng. Ich habe mir schon öfter gedacht, das schaffe ich nicht. Es wird jetzt wahrscheinlich auch knapp, weil der verliert ja absolut überhaupt kein Leben. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe schon den nächsten Heiltrank da reingeworfen. Okay. Thank you.
Ja, der ist extrem zach, aber ich habe eigentlich noch nicht so viel Life verloren. Das dass ich schon keine Heiltränke mehr hätte, also das geht eigentlich. Los! Schon den Kring machen. Ich hätte es am Anfang nicht geglaubt, dass man den auch nur ansatzweise schaffen kann. Aber es wirkt gerade wirklich so, wie wenn man das schaffen könnte. Tschüss, Viech. Es tut mir leid, mein Sohn. So leid. Mein Maxl geht dabei. Donen, ich werde euch in Frieden lassen.
Gut, Leute. Soweit, so gut. Wir haben das wieder erledigt. Und gehen weiter in großen Schritten eigentlich Richtung Ende. Wir haben zwar noch 14 Level, aber das heißt ja nichts. Wir sind einfach schon direkt am Weg. Warum portet er nicht dahin? Wo bin ich überhaupt? Ah. Ja, also wie gesagt, das Diablo Story Game ist absolut cool. Ich freue mich auf die CG, ich freue mich jedes Mal drauf. Es ist so schweinedüster, aber ein bisschen anders doch, aber das ist so düster. Dafür müssen meine Verbündeten hier sein. Nun gut. Ich muss auf meine Gefährten warten. Dafür müssen meine Verbündeten hier sein. Ja, wer sollte jetzt kommen? Sprich mit der Wache am Tor. Ich glaube, da ist was kaputt wieder, weil ich habe ja auch gerade eben nicht porten können. Aber gut, das lassen wir dahingestellt. Wir haben es soweit geschafft, das reicht. Wir strapazieren unser Glück nicht. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dranbleiben, Abo, Like, Comment. Nicht vergessen, meine Freunde. Bis dann und ciao.